Wasserfreunde Spandau stehen im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Auch im zweiten Spiel der Best-of-Three-Serie im Viertelfinale schlägt der Titelverteidiger den SV Krefeld 1972 deutlich mit 20:4. Dadurch war es ein vermeintlicher einfacher Sieg, ein Pflichtsieg aus unserer Sicht. Dadurch, dass wir auch, ich denke mal, mehr investieren in die wasserballerische Karriere und in unsere Ambitionen, die wir haben, in unsere Ambitionen. Schon in der ersten Viertelfinalbegegnung gab es das 20:4 und auch heute zeigt sich schnell, die Spandauer in den schwarzen Kappen sind einfach eine Klasse besser. Schnelle Führung und 5-0-Lauf hier durch den Treffer von Dusan Banicevic. Kaum eine Chance für das Team von Dusan Dragic. Mit einem 9:3 geht es in die Halbzeitpause. Die Jungs sind deutlich fitter. Die sind auch körperlich einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Aber das ist auch das, wo wir irgendwie mal hinwollen. Ne? Und das braucht einfach Zeit. Wir sind noch recht jung. Mit Zeit kommt Rat. Und auch nach dem Seitenwechsel heißt es David gegen Goliath. Dennis Strelecki erhöht mit einem 5-Meter auf 10:3. Und die Spandauer machen da weiter, wo sie nach dem ersten Spiel aufgehört haben. Der letzte Treffer der Partie gehört Marc Diek. 20:4 der Endstand in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg. Ein weiterer Kantersieg. Das Halbfinale wird auch einfach gewonnen. Da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Bevor es dann im Mai soweit ist, dürfen die Wasserfreunde am nächsten Wochenende erstmal im Eurocup ran. Für die Krefelder bleibt das Ziel in der Bundesliga Klassenerhalt, während die Spandauer aber einen wichtigen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht haben.